Herzlich willkommen, Scrub, mich herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Und erstmal gibt es ein Depacito darauf, dass ich heute schon ein anderes Video hochgeladen habe. Und es ist mir oft so vorgekommen, dass wenn ich sehr spät nachts ein Video hochlade, dass das Video vorher irgendwie von meisten ignoriert wird. Ich habe heute Chum Bucket 6 AM Anrufen, Challenge, Video, Indie-Horror, whatever. Guckt es euch einfach an. Habe ich hochgeladen heute. Also, genereller Tipp. Wenn ihr morgens aufsteht und vielleicht am Tag davor nicht so lange wach wart, geht mal einfach auf meine, geht gerne auf meinen Channel, dann geht auf Videos und guckt mal, ob ihr vielleicht in den letzten Tagen was verpasst habt, weil ich lade halt oft mal wirklich was spät nachts hoch. Manchmal dann was um 10 hoch, manchmal dann um 11:30 noch was und dann gucken viele nur das Zweite. Ich habe vor kurzem eine Folge schlechte Horror Games, Folge 40 gemacht, die haben auch irgendwie nicht alle mitbekommen, glaube ich. Egal, das ist ein Indie-Horror Game, was sehr geil sein soll, weil es hier. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Worum habe ich den Satz mit angefangen? Ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Das ist einfach nur ein Indie-Horror Game, wo man wahrscheinlich einschlafen muss, weil der Spieler ist try to fall asleep. Und wir starten einfach mal. Es sieht auf jeden Fall Nacht 1. Okay, anscheinend hat man zwei Nächte, die man spielen kann. Ich weiß, wie das Spiel aufgebaut ist. Anscheinend FNAF-mäßig. Ich weiß nur, dass man im Bett liegt. Weiß ich auch nicht mal genau. Ich habe nur einen Screenshot davon gesehen. Da hat man im Bett gelegen. Ich weiß nicht, ob man ganz... Switch Light. Oh, hello there. You must be John Herron, right? Well, nice to meet you, Mr. Herron. My name is AB. I'm a medical assistant robot. My core function is to give guidance and provide a supportive presence in case of an emergency, such as a mental breakdown, psychotic disruption. Ist mein Licht kaputt? Ich habe mein Licht kaputt gemacht, oder? Your treatment supervisor, Dr. Rick Norberg himself. So, Mr. Herron, I'd like to congratulate you on successfully recovering from your physical damages. Such a huge blast. And he didn't lose a limb. How about that? Anyway, now that you have healed from your physical damages, we can start to work on your brain damage. Your diagnosis says that you have memory losses as well as a few brain damages that might cause you to, hallucinate. Well, luckily for you, all those damages can be easily cured. In order to heal your brain damage, you'll just have to sleep and rest. Sleeping is the best medicine for your brain. Okay, wir haben beschädigtes Gehirn. So, just fall asleep. Seems easy, right? Wir müssen einschlafen, bis unser Gehirn regenerieren kann. Might cause you to hallucinate, and that could be a huge problem. Potentially, if you won't stay calm, your stress will increase, and a huge stress will give you a cardiac arrest, a sudden stop of the heart. If that occurs, we might not be able to arrive in time to save you from death. So, you'll need to deal with your stress as best as you can. Alright, let's walk you through the basics real quick. That device at the bottom left corner is your info panel, which has two pretty self-explanatory levels. Now, if you could close your eyes and keep them shut for a moment. Okay. Yeah. Now keep them closed for a bit. What the fuck? Now open them. See? Your sleep level just increased. If you fill it up before 4 AM, you'll fall asleep. Yeah, and I find it fascinating how, BOOM! Oh, sorry, didn't mean to scare you that much. Gut gemacht. The point is, your hallucinations will increase your stress levels just like that. This level should be kept as low as possible. It'll go down if you'll keep your eyes open. Also, turning on that lamp will help you to lower the stress level faster. It is kinda broken. So try not to overheat the lamp and break it. What the fuck? One last thing. If a hallucination appears very close, then hide in your blanket. It'll help you to trick your brain and all that stuff. There's no need to stay under the blanket all the time. So hide only when you absolutely need to. Okay. Looks like we're all set. Close your eyes, fall asleep, and I'll check on you in the morning. Good night, Mr. Herron. Okay, kurze Zusammenfassung. Wir haben Gehirnschaden, der uns halluzinieren lässt. Oh my, your stress is too high. Keep your eyes open and turn on a light. Okay, ich halluziniere und muss schlafen, damit sich mein Herz wieder hinbekommt. Ich hab mir mein Licht kaputt gemacht, was nicht gut ist. Okay, ich muss ins Licht gucken, wenn Stress runtergeht. Wenn der Halluzination zu nah kommt, muss ich mich unter der Decke verstecken. Ich muss doch die Augen zumachen, damit ich müde werde. Ich muss vor 4 Uhr nachts müde genug sein, dass ich einschlafe. Das heißt, ich muss die Leiste unten füllen. Das ist ein geniales Spielprinzip und es gefällt mir gar nicht. Es ist so fucking gruselig. Und ihr seht,
What the f- Es ist einfach übel spooky. Fuck. Okay, Augen zu. Wenn ich die Augen lange zumache, kommen komische Bilder. Das ist übel verstörend. Okay. What the fuck ist das? What the fuck? Seht ihr das? Was ist mit meinem Raum passiert? Alter, das ist... What the fuck warst du? Okay. Alter, die Halluzinationen sind ja richtig gut und gruselig. Mein Stress geht nicht mehr runter. Ich habe, glaube ich, mein Licht kaputt gemacht, was ein Problem ist. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe es einfach zu lange angelassen, oder? Okay, ich muss meinen Schlafmeter hochbekommen. Bevor es 4 Uhr morgens ist. Ah! Oh, okay. Oh, das Spiel ist super. Das Spiel ist super. Okay, ich hab die Steuerung am Anfang ein bisschen verkackt. Okay, es gibt anscheinend mehrere Nächte, die werden immer schlimmer. Aber... Okay. Nochmal die erste Nacht probieren. Roboter muten, dann mal gucken, ob wir es vielleicht richtig hinbekommen. Gut, das Spiel ist nicht so einfach. Aber damn, ist das gut. Das ist richtig gut. Oh, das gefällt mir. Das ist erst die Beta, das heißt, Spiel ist noch lange nicht fertig. Okay, Roboter muten. Okay, then. Kein Bock. Hier kann ich das Licht anmachen und wieder ausmachen. Okay. Machen die Augen zu. Entspann dich einfach. Seht ihr diese Bilder? Im Hintergrund? Das ist übel weird. Ich weiß nicht genau, was sie darstellen. Anscheinend, naja, unsere Gehirnzeit kaputt. Wahrscheinlich halluzinieren wir auch, wenn die Augen zu haben. Ist das ein Weg? Ich finde diese Halluzinationen so gruselig, ne? Die sind so gruselig gemacht. Ich weiß nicht, ob die Sachen nur kommen, wenn man auch was hört. Also kann ich die Augen zu haben, bis ich was höre? I don't know. Oh, ich habe so Angst, dass einfach irgendwas neben mir steht auf einmal, ne? Fuck. Okay. Okay, soweit's als in Ordnung. Einfach entspannen, durchschlafen. Okay, damit geht der Stress schnell runter. Das ist gut. Also wir hatten, wie gesagt, irgendeinen Unfall, wodurch unser Gehirn sich halt stark beschädigt hat. Deswegen halluzinieren wir einfach. Das ist so eine gute Erklärung. Oh, okay. Ich habe gerade einfach was gesehen, weil meine Augen zu waren. Okay. Ich habe das erste Level relativ einfach. Oh mein Gott. Okay, ihr habt gesehen, wenn die Monster weg sind, kommt dieses kleine Geräusch. Ich weiß nicht genau, was das war, ich hab's nicht gesehen. Das ist einfach nur ein Geräusch, oder?
Alter, wenn mir das in Virtual Reality spielen könnte, ich würde weinen. Alter, okay. Es ist saugruselig. Ist bald geschafft. Okay. Ich glaube, umso höher mein Stresslevel ist, umso komischer wird die Umgebung, weil seht ihr diese komischen Streifen da am Fenster? Oder ist einfach nur, umso näher ich dran bin, zu schaffen? Ich bin so kurz, ich bin fast vom Schlafen, ne? Was? Bin ich eingeschlafen? Okay, ich bin eingeschlafen. Okay, das war die erste Nacht, Alter. Das ist großartig. Was? Kate, hey, bist du im Labor? Ach, jetzt schlafe ich. Ja. Gut. Schau dir den Powergenerator mal an. Der muss der Grund daran sein, dass wir Probleme mit der Energie haben. Okay, du checkst die Windturbinen. Vielleicht ist ein Kabelproblem oder irgendwas. Ich bin auf dem Weg zum Generator. Viel Glück. Das ist jetzt mein Traum? What? Exit the main lab building and locate the power generator. Ich kann aber nicht raus. Okay, also das ist jetzt mein Traum. Ich habe ein bisschen Angst vor den Träumen, wenn wir wissen, dass wir auch... Selbst wenn wir... Das ist Barneys Lieblingsspielzeug. Ich spiele da gerne mit. Ich habe ein bisschen Angst vor den Träumen, wenn ich weiß, dass selbst wenn du wach bist, du dir extrem kranke Scheiße vorstellst. Was hier sogar Even at Work? Achso, mit dem Spielzeug, ne? Okay. Exit. Ich habe oben auch einen Stressmeter. Ich kann meine Augen hier aber nicht zumachen oder so. Okay, ich gehe mal davon aus... Unsere Albträume können es auch killen, oder? Muss ich hier oben raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Exit ist hier. Gut, dann gehen wir raus. Heilige Scheiße, hab ich mich gerade erschrocken. Fuck my life. Oh, mein ganzer Körper kribbelt gerade. Alter, ich hab was gehört, aber ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Und fucking rennt dieses Ding auf mich zu. Ach du Kacke. Okay. Power Generator, wo ist der? Hier drin? Hier ist kein Power Generator drin. Ich hab keine Ahnung, wo du hin willst. Wo ist hier denn Power Generator? Oh, war das unangenehm. Mein Stress ist aber nicht hochgegangen dadurch aus irgendeinem Grund. Fand's also nicht so schlimm, ja? Bisschen schlimmer als gewohnt. Okay, wo muss ich hin? Du? Oh, really? Find for fuses and pick them. Oh mein Gott. Wo soll ich die denn finden? Ist das da hinten eins oder leuchtet was? Ich muss die Sicherung finden. Hier ist eine. Okay, die leuchten auf dem Boden. Oh! Fliehe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh fuck! Wohin? 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 Geschafft! Was? Das ist so assi alles! Oh, ist das alles assi! Oh, das gefällt mir gar nicht! Das Spiel ist richtig gut! Das Spiel ist richtig gut. Der ganze Style ist gut, mit Animationen ist gut, die Monster sind gut, alles ist gut. Oh, das Gebiet hier leckt ein bisschen, was aber jetzt nicht so schlimm ist. Ich muss einfach nur die 5 Dinger finden. Wo auch immer die sind. Ey, ich habe keine Fackel. Das Gebiet ist ein bisschen zu groß hier. Aber ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht jede Nacht zu einem anderen Gegenstand muss. In dieser Traumwelt hier. Also irgendwas anderes finden muss. Oh. Dann könnte das Spiel tatsächlich ein bisschen monoton werden, wenn es zu jedem Nachtprinzip das gleiche ist. Aber die Idee an sich ist so gut.
Oh, das ist gefühlt ein besseres Hypnagogia, was wir ja damals mal hatten. Vor Ewigkeiten haben wir es gespielt, so damals echt groß. Ich wusste die ganzen Dinger. Bin jetzt einmal im Kreis, glaube ich. Kann ich schon mal reinmachen in einen? Fuses are gone. Ja, ich weiß. Find the fuses. Ich schätze mal, eins ist in dieser großen Halle da drin. Oder? Hier wahrscheinlich ist eins drin. Nein? Doch, doch. Oh Gott, muss wieder wegrennen. Oh nein, Alter. Oh. Oh, ist so unangenehm. Oh, ich renne so hart in irgendwas rein gleich, oder? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Okay, geschafft. Okay, wenn man halt jedes Mal fliehen muss, könnte es ein bisschen nervig werden, aber die Idee ist echt gut. Wo sind die anderen Sachen hier drin? Wie soll ich denn alle finden? Die... Alter, okay. Ich suche die einfach mal. Ach du Scheiße, sind die hier drin? Sind die im Gebäude drin? Oh nee, oder? Sind die im fucking Gebäude drin, von wo ich gekommen bin? Kann das sein? Das wäre so assi. Wie schwer ist das Spiel denn bitte? Ach nee, komm schon. Oh, das ist aber echt assi. Die sind echt hier drin. Oh mein Gott. Okay, nochmal fliehen. Ah! Stress. Okay, wir haben Stresslevel, was hochgeht. Oh, okay. Wir dürfen in den Traumsequenzen nicht von den Vieh erwischt werden. Dann kriegen wir Stress dazu. Guard it. Okay. Oh, fuck, war das unangenehm. Ey, es ist so spooky. Es ist Latein. Die bringen das Gefühl, dass es ein Traumwelt ist, mal relativ gut rüber, muss ich sagen. Dann ist der Text hier auf Latein geschrieben war. Hier. Fleischfressende Käfer, cool. Hier ist nichts. Ist nothing is written hier. Okay. Also die Sachen, die alle geschrieben stehen, ergeben nicht sonderlich viel Sinn. Aber sollen sie wahrscheinlich auch nicht. Was ist das hier? Jupp. Hier beginnt der Spaß. Weil da Pokerchips sind? Okay, die Sachen, die unser fucking Charakter sagt, sind auch einfach Schwachsinn. Weil wir halt träumen. Aber du hast ziemlich abgefuckte, ekelhafte Träume. Obwohl Barney eine nette Person ist, spielt er nicht gern mit dem Spielzeug. Aber es ist doch sein Spielzeug. Warum spielt er nicht gern mit seinem eigenen fucking Spielzeug? Warum hat er es dann? Ist hier noch was drin? Test Results. Ziemlich schlecht. Okay. Ich schätze mal, die anderen sind oben. Im oberen Stock. Oh ja, komm, vielleicht hier. Ne, hier geht's nicht rein. Hier geht's rein. Ist nichts drin. Ist hier vielleicht noch was? Ne, okay, dann schätze ich mal oben. Dann schätze ich mal oben, weil hier haben wir noch nicht sonderlich viel gecheckt. What? Oh mein Gott. Ich trau diesem Spiel so hart gar nicht, Mann. Oh, okay. Oh Mann, die Gegner sehen auch so gruselig aus. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht, wenn Spiele gruselig sind. Das ist schlecht. Gruselige Spiele sind nicht gute Spiele. Gruselige Spiele sind gut. Gruselige Spiele sind sehr gute Spiele. Leider. Alles klar. Oh, da ist ein Ding. Okay. Ah, klar. Pure Traumlogik. Oh, das ist so ein ekelhafter Traum. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel könnte doch fast ein bisschen mehr traumhafte Umgebung haben, weil sie noch abgefuckter sind. Damit man noch mehr weiß, dass man in einem Traum ist.
1996, Zeitung. Okay. Geht um Mörder, der 1996 ein Familienparadiesgebiet, irgend so ein Urlaubsziel terrorisiert hatten, deswegen wurde das halt geschlossen. Oh, what? Hallo? Ich hätte mir hier das letzte irgendwo. Oh mein Gott. Da hinten. Okay. Fünf von. Nein! Ich kann nicht von dir weg, oder? Kann ich von dir weg? Hallo? Okay, ich kann nicht vor dem weg. Der muss mich einfach erwischen. Nein! Okay, Stress 2 von 3. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Wir haben alle 5. Ich muss nur irgendwie hier rauskommen. Kannst du nicht einfach rausspringen aus dem Fenster? Lauf bitte nichts rein. Okay, aktivieren wir das mal, ne? Kate. Hey, ich bin im Labor. Ich sehe, dass wir wieder Strom haben. Hast du den Generator repariert? Ja, aber das ist seltsam. Was ist seltsam? Ich musste die ganzen Sachen finden, die lagen ja einfach alle nur rum. Ja, okay, das stimmt, das ist seltsam. Ich würde sagen, wir sollten besser von hier verschwinden. Wir sehen uns in der Lobby im Labor. Okay, ich werde gleich da sein. Kate? Kate? Wo ist der Eingang zum Labor? Hier? Nicht wo. What? Kate, alles in Ordnung? Kate? Kate? Sie ist tot. Oh nein. Ich muss die anderen warnen. Es ist so weird. Was jetzt? Gibt's eine zweite Nacht? Boah, wir haben 3 Stunden geschlafen. Fuck sake, Alter. Ey, an seiner Stelle. Das ist ja der Horror. Man schläft 3 Stunden pro Nacht. Vorher sieht man stundenlang einfach Halluzinationen. Und selbst wenn man einschläft, hast du kranke Albträume. Okay, das war die Beta, aber ganz ernsthaft, das war saugut. Das war saugut. Das war saugut. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass ich hiervon mal nachschaue, wenn es was Neues gibt. Und hiervon das ganze Spiel spiele, sobald es rauskommt, weil das ist. Wow. Wow. Richtig geil. Wenn ihr hier mehr draus macht, kann es verdammt gut werden. Wenn jede Nacht sich ein bisschen anders abspielt, dann. Neues Boogeyman im Prinzip. Wahnsinn. Ich finde es richtig, richtig gut. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und lasst definitiv einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass ich hiervon dann die komplette Version spiele, wenn es rauskommt. Schreibt in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Ich finde es richtig gut. Ein paar Verbesserungssachen gibt es natürlich, aber die Idee ist saugut, der Style gefällt mir. Mehr Minispiele wären geil, in diesen Albträumen, nicht einfach nur fliehen, auch wenn das verdammt gut ist. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, euer Crop, bis dahin. Bye, bye.